Karl. Wir leben ja heutzutage in einer Zeit, wo Mut bedeutet, du gehst aus dem Haus, dein iPhone, was 3 Jahre alt ist, hat nur noch 70% Akku, du hast die Powerbank daheim vergessen und vielleicht die nächsten 2 Stunden kein WLAN. Du lachst aus Höflichkeit oder einfach so? Nee. Standardgesicht, okay. Ja, was mache ich sonst so? Ich habe es mal so als Fitnesstrainer probiert. Ja, soll den Bauchbeine-Po-Kurs leiten. Kamen die Mädels und gesagt, okay, heute machen wir mal Titten, Bauchbeine-Po habt ihr ja schon. Pädagogen irgendwie anwesend. Ja, oh. Ja, das sind so, na gut, ich will da gar nicht tiefer einsteigen, aber wie viele Pädagogen brauchen wir, um eine Lampe zu wechseln? Einer reicht, aber die Lampe muss dann auch wirklich wollen. Ja. Vor mir war ein Dalmatiner, da hat die Verkäuferin gefragt, ob er Punkte sammelt. Ja, ah, auch nichts. Der braucht vielleicht ein bisschen. Ich habe einen Hund, ist der Fred, ist ein Laufhund, geht ungefähr so bis hier. Mit dem gehe ich halt auch viel laufen, bietet sich ja an, deswegen habe ich die schnellen Schuhe auch an. Und wenn der bellt, dann geht es halt auch richtig ab. Wenn auch, ja, bin auch schon mal gefragt worden, ob der Kinder mag. Da habe ich gesagt, nee, Hochleistungstrockenfutter reicht vollkommen für den aus. Ja. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das hier jetzt immer wieder halt auch mal so versuche rauszugehen, wenn es vielleicht auch nicht so gut ankommt und am Ende des Tages, jetzt kommt einer von seinen schönen Kalendersprüchen, dann ärgern wir uns ja doch eher oder wir bereuen ja doch mehr so die Dinge, die wir nicht getan haben, statt denen, die wir getan haben. Und wenn ihr mal wieder so eine Phase habt, dann denkt ihr einfach an mich. Und ich war der Simon, der die Eier hat, auf die Bühne zu gehen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.